Dun, dun, dun. Sehr gut. Augenblickzeit haben wir ja noch. Ja, ich repariere noch mal ein bisschen alles durch, was kaputt ist. Nee, hier war noch was. Ach, hier. Außen dran. Gut, dann haben wir wenigstens ein paar. Dann mache ich gleich mal, schau ich mal, was ich an Munition gecraftet krieg. So, hier schaut alles gut aus, ja. Ja, die Basis müssen wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Genauso auch die Wände müssen wir noch einziehen. Das müssen wir auch nochmal machen. Ja. Irgendwie, irgendwann. Kupferbarren. Zum Upgraden. Zum Upgraden. Ziegelbeton und Ziegelzement und Nägel. Achso. Und die Nägel waren hier. Zweimal Schießpulver, ein Eisenbarren und zwei Schwarzpulver. Alles klar. Ziegelzement. Das ist ja nicht so fein. Braucht man für die blöden Ziegel. Eisen. Stein und Äste. Gewehrpatronen. 20, 20, 40. Wie habe ich jetzt insgesamt? Oh, alter Schwede. Ich habe ein bisschen Gas gecraftet. Über 400 Schuss habe ich mal gerade dabei. So wenig. Ja, ja, finde ich auch ein bisschen mauer. Was sollst du machen? Das reicht doch niemals. Nee, sehe ich auch so. Eine Schlacht. So, was hatte ich gesagt? 400, dann packe ich das auch nochmal rein. So. Ein paar Steine holen, ey. Ich habe das grob mal aufgeteilt, ne? Also du hast da auf jeden Fall noch massig Munition drin. Super, dankeschön. Jupp. Very nice. So, dann mache ich mir schon mal auf. Achso, den anderen Kram kann ich ja auch mal wegschmeißen hier. Das weg. Könnte eigentlich noch das Eisen mit rein. Fleisch hier habe ich noch dabei. Eisenerz, das kommt vorne hin. Hallo? Komm her. Kommt Plastik. Das kommt rein. Das kommt rein. Blätters, Eisenerz, Platten kommen in die zweite. Was nur 400 und was hat er den Rest der Zeit gemacht? Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, sehr gut. Ein bisschen was von. Ah, naja, da haben wir auch wieder keinen Platz drin. Ah, auch die Tierkiste ist voll. Oh Mann, ey. So viele tote Tiere. Immer zu wenig Platz. Ja, achso, warte mal, die Antenne kann ich ja noch loswerden. Das ist gut. Mhm. Die Antenne. Fein, so. Das ist ja blöd, dann laufe ich mit einem so ein Fell durch die Gegend. Mal gucken, ob ich das nicht doch irgendwie stacken kann. Ein Reh. Oh, dass du dich bei jedem drücken musst, ey. Was? Bei jedem Stein. Achso. Bei jedem Stein. Das solltest du mit dazu sagen. Sage niemals, dass du dich bei jedem bücken musst. Sage es niemals. Niemals allein. Niemals. Ja, es tut mir leid, aber du weißt ja, wie das ist. Ja, ich weiß. Das ist immer schwierig gleich. Ja. Immer schwierig. Ich gebe 5 Sekunden und dann wird wahrscheinlich gleich wieder ein Clip davon erstellt. Ja, auf jeden Fall. So, wie viele Steine habe ich denn jetzt? Gar keinen. 10, okay. Gut. Ja, meinetwegen könnte ich heute kommen. Ich bin bereit. Ich werde so lange noch ein bisschen auf. Ja, was braucht man zum Aufwerten noch? Nägel. Bräuchte man noch. Nögel. Da brauchen wir wieder Eisen für. Beziehungsweise so. Eisen. Nupsis. Zack. Stock Eisen. Zement ist.
Wir haben aber gut, also Eisen haben wir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, Eisen ist gut dran, ne? Nägel, was brauchen wir noch? Und Zement und... Zement machen wir aus... Ziegel habe ich. Felsen. Zement und Ziegel habe ich genug. Ja, wobei Ziegel habe ich nur noch einmal. Da bräuchte man Steine für. Aber da habe ich gar keine mehr. Muss ich mir erstmal wieder eintüfteln hier. So, guck mal, die kleinen Steine nehmen wir mit rüber. Das. Ach, Zement haben wir es doch. Da brauchen wir Kalkstein. Kalkstein, Ziegel. Bearbeiteter Stein. Dann nicht. Dann nicht. Komm mal ran. Ziegel, Zement, Nägel. Ziegel, Zement. Ziegel, Zement. Ziegel, Zement, Nägel. Nicht dein Ernst. Warte. Pelz. Ja, gut, wir haben ja eigentlich auch gar nichts mehr, ne? Also nicht, zumindest nicht an, dass wir Zement daraus herstellen können. Ne, das ist nichts. Nägel. Oh Mann, ey. Sehr gut. Ziegelzement. Danke. Ziegelzement, Nägel. Oh, jetzt fehlt mir ein Ziegel und ein Nagel. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ziegel brauchen wir Steine für. Ja. Steine. Oh, das ist doch gewachsen hier. Steine. Das ist doch hier gewachsen. Steine haben wir eigentlich auch nicht mehr, ne? Da haben wir hier alles verbraten. Nee, Steine habe ich schon alle verbraten. Oh, okay, schick. Aber am Beet ist was gewachsen. Ja, ich guck. Habe ich zumindest den Eindruck, dass das gewachsen ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ne? Okay. Jo, gut. Definitiv. Ja, irgendwie am Material haben wir jetzt nicht so viel. Wir brauchen auf jeden Fall noch Steine. Massivst Steine. Was ist denn hier? Ich gehe mal los. Wir haben ja noch einen Blick Zeit. Das dauert ja noch ein bisschen. Sofern hier noch irgendwas rumkeuchen, fleuchen sollte. Atlas, Bliege abklatsch. Wir sind. So, jetzt. Den kriegt man. Ja, Rinsa, Atlas war mal eine Backhölle, ja, aber ich weiß nicht, ich meine, in der Zwischenzeit gab es da wohl mal ein, zwei Updates. Ich denke mal, dass sich Atlas schon ein bisschen besser entwickelt hat. Das Einzige, was ich ein bisschen blöde finde, ist, naja, dass es eben halt so ein Ark-Ding ist, ne? Es ist ja auch, offiziell ist es ja auch tatsächlich Ark, nur halt in Piratenform. Ja, es ist ja, das habe ich auch schon gesehen, ja. Stimmt, es hat ziemlich viel von Ark, ja. Stimmt. Ja, es ist ja auch von den Ark-Machern, so ist es ja nicht. Ach, das ist sogar von den Machern, Ark. Ja, ja, ja. Das und es sollte eigentlich mal als DLC rauskommen, haben sich aber irgendwie dafür entschieden, davon ein eigenständiges Spiel draus zu machen. Okay. Und ich fand die Idee an sich ganz cool, aber ich habe das letztendlich auch nicht weiter verfolgt, weil der Starter war wirklich so schwierig. Technisch gesehen sehr schlecht. Aber gut, in der Zwischenzeit wird sich einiges getan, um Gottes Willen. Also das. Ja, bestimmt. Hört man nichts mehr von, nö, keine Ahnung, also. Ich habe auch das Gefühl, dass sie eben halt bei Ark wesentlich mehr machen als bei Atlas, aber gut, da ich eh nicht alles spielen kann, ist mir das auch momentan noch recht wumpe. Stimmt allerdings, ey. Das ist der Wahnsinn. Es gibt so viele Spiele und so wenig Zeit, das ist... Ja, du müsstest wirklich 24/7 spielen, sonst wird das nix. Ja. Echt schade drum, aber es ist halt so. Ja, absolut, ja. Einmal Millionen gewinnen, sag ich ja, dann kann's losgehen. Ja. Ich beneide jeden, der das schafft. Nur zu zocken. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich sag mal, letztendlich kann das aber auch nervig sein, wenn du tagtäglich wirklich 24/7 nur streamen bzw. nur spielen musst. Ja, gut. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es mit der Zeit dir auch auf den Zeiger geht. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Kann auch möglich sein, ja. Also ich meine, klar, stellt man sich das immer so traumhaft vor, dass man da Hobby zum Beruf macht und so weiter, aber ich weiß nicht, ich glaube, mit der Zeit würde es mir doch irgendwie auf den Senkel gehen. Ja. Weil es gibt halt Tage, da hast du einfach keinen Bock zu zocken. Das ist dann halt einfach so. Ja, gut. Das artet ja dann auch in Arbeit aus. Ja, gut, klar, logisch, musst ja dann, wenn du es dann für YouTube machst, alles noch schneiden, rendern und ganze Zeug, kommt ja auch noch mit dazu. Wobei, wenn du dann mal einen gewissen Stand hast, hast du da auch dann Leute für. Ja, das stimmt. Also ich muss auch erstmal wieder ernährt kriegen. Das heißt, ich muss auch erstmal dem wieder Geld zahlen. Das heißt, die Einnahmen müssen wieder stimmen. Klar. Also, ich sag mal so, es ist eben halt nicht nur zocken, ne? Das ist immer da so. Ja, das ist richtig.
Deswegen sage ich ja, am besten ist eben halt Millionen gewinnen. Da kannst du alles bezahlen und musst aber nicht, wenn du nicht willst. Das stimmt allerdings. So, wie viele Steine haben wir denn jetzt? Kleine Steine, Felsbrockensteine, 16. So viel zusammengeschlagen, nur 16 Steine. So, 23 Uhr. Wir warten. So, geht ja gleich los. Sehr nice. So, dann Ziegel. Zack, dann können wir noch mal Zement machen, 10 Stück. Und davon auch noch mal. So, halt, Nägel wollte ich machen, ne? Nägel. Wie ging noch mal Nägel? Hab's wieder vergessen. Rinsa, genau, das sehe ich mich auch so, ja. Ich hatte auch gedacht, als ich so auf Arbeitssuche war und die ganze Zeit zu Hause gewesen bin in den 4 Monaten, dachte ich, oh Mensch, da kannst du in den 4 Monaten ja richtig was reißen. Kannst du ja mal richtig viel streamen, richtig viel YouTube machen. Nicht ein Stück. Also ich meine, ich habe zwar ein bisschen was gemacht, aber... Ja, nicht so viel? Nö, also ich hatte jetzt nicht so unbedingt die Motivation, wirklich 24/7 mich dahin zu hocken. Also... Okay, ja. Naja, 24/7 ist auch übertrieben, aber ich hätte ja tatsächlich täglich dann meine 8 Stunden streamen können, oder? Hätte ich ja machen können. Ne? Aber habe ich trotzdem nicht gemacht. Ich dachte, oh, okay, kannst du hier ein bisschen, da ein bisschen. Oh, habe ich jetzt erwischt? Habe ich schon erwischt? Oh, ich komme mal gleich zurück. Ist ja gleich schon Tea Time. Ja. Toll, ich glaube, ich habe jetzt einen Vogel von Weitem erwischt. Der ist runtergefallen, aber ich weiß nicht, wohin. Vielleicht finden wir ja am nächsten Tag ja wieder. Ja. So. Dann luschern wir doch mal. Ja, ab zurück zur Basis. Kann man ein paar Äste oder sowas, ne? Äste brauchen wir gleich. Oh! Aua! Autschi, Bautschi. Na? So. Ach ja. Danke. Siehst du? Was? Was? Muss noch meinen Streamtitel ändern. Gedeon, ja, das tue ich. Und nicht so knapp! Sinnloserweise. So, okay. Zack. Dankeschön, Neuronfrost, für die Information. Danke. So. 14 Zement, Ziegel, Schwupps. Ach so, ein paar Nägel reinmachen. Nägel! Nägel. So, da kann man ja nichts mehr dran machen. Wenn das einmal steht, steht das, ne? Ja. Rensa, viel mehr kann ich mir auch gar nicht leisten. Ja gut, die Treppe werde ich mal nicht auf, weil das wäre ja Blödsinn. Okay. Äschte, äschte, äschte. Also 14 Blöcke. Ah ne, weniger. Ich habe ja nur noch nicht so viel Stein. Oh, haben da schon die... Hä? Ach, Wave started. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, die Geschütze, die hauen raus. So, da kommt langsam die Horde. Ich werte mal weiter auf. In der Zwischenzeit ganz entspannt. Ich hätte nämlich noch Zement hätte ich noch und Nägel hätte ich noch. Nee, also wenn, dann brauche ich. Ich muss mir eben ganz kurz gucken. Ja, das ist mal hinterständig, das mir gleich. Wenn, dann bräuchte ich eher Ziegel. Ich kann ein. Glaube ich auch. 3 Stück hätte ich noch, wenn die dir was bringen. Ja, ich glaube, man braucht, glaube ich, pro Plattform 1 Ziegel, ne? Nee, 6 oder 7, glaube ich. Dann reicht es nicht, glaube ich. Okay. So, da ist schon aufgewertet. Da hinten ist noch nicht aufgewertet.
Kann ich da von oben aufwerten oder geht das nicht? Great T. Doch, kann ich. Zack. So, dann müsste es das eigentlich. Upgrade, Fundament. Achso, das ist ja schon das nächste Fundament. Ja, ist alles klar. So, das heißt, die vorne, die ersten sind schon geupgradet. Zwei Ziegel. Zwei Ziegel bräuchte ich noch, dann könnte ich noch ein Fundament machen. Die lege ich dir hier hin. Dankeschön. Bitteschön. Dann kann ich gleich hier das Fundament noch machen. So. So, was also geht denn hier ab? Die Katapulte schmeißen, aber ich sehe nichts. Ja, wahrscheinlich kommen sie auch nicht so weit dann. Nee. Pum, 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 pum. Und mal nach oben gehen. Ich setze mich auf den Stuhl und warte einfach. Na, der Flammenwerfer, die kommen so langsam. Oh. Dann muss ich auch mal hoch. Das muss ich mir einfach mal von oben anschauen hier. Das ist so kling, kling, flup, flup. Mehr siehst du nicht. Muss man das Licht ausmachen, das flung, ist flung. Weit besser. Das sieht so geil an, so klong, klong. Schnetzelfest. Ich bin immer zu spät mit dem Screenshot. So. Ja, irgendwie, ja, so schön, ja, zum Zugucken ist das in Ordnung. Ja. Mehr passiert hier auch gerade so nicht. Schönes Wetter heute, ja. Aber wie ich schon sagte, also laut Kommentaren, irgendwie so ab Tag 6 oder so geht's mal richtig los. Fleisch, normal ist es ja nicht. Normal ist es auch nicht. So. Mehr, was? Mehr? Mehr oder noch mehr? Mehr. Angestellte bei Nordisch GmbH. So. Oh ja. Hab so rumgehangen hier so. So hier und da. Schon Füße baumeln lassen. Den Zombies beim Sterben zugeguckt. Komm, noch mal ein Häppchen trinken hier. Oh ja, gute Idee. Prost. Prost. Ja. Interessant wird es, glaube ich, erst, wenn die richtige Welle kommt. Also die 33. Ja. Oder Flammenwerfer knallt aber. Ja. Wo bleiben denn diese Zombies? Was ist denn hier los? Ja, also ich glaube, die richtig harten Zombies kommen erst noch. Also vielleicht freuen wir uns irgendwann, wenn wir es so ruhig haben. Stimmt, voll. Wenn die schon recht haben. Ach, da kommt schon mal einer. Guck mal. Einer kommt von hinten. Oh, der erste hat sich, glaube ich, durchgewühlt hier. Aber ich glaube, der wird auch von der Balliste, glaube ich, weggeknackt. Egal. Im Moment, die Balliste haben wir ja abgebaut, ne? Wir haben uns ja abgebaut, ja, weil die war scheiße. Ja, die waren völlig für die Füße. Aber an die Fallen gehen die auch nicht wirklich ran. Ich weiß nicht, was die da wollen. Ich weiß auch nicht, ob die sonst einen Effekt haben. Also ich meine, ich für meinen Teil. Ballert da? Klappt da unten jemand? Ich sehe keinen. Nee, aber von unten links höre ich da irgendwo was. Ist es nicht? Nee. Doch, da, guck, siehst du? Da kommt nämlich einer. Ist einer über den Bash rübergekommen. Die Sau. Ach hier, gucke mal einer. Naja, soll er sich entspannt erstmal so ein bisschen nach vorne machen. Na komm. Ah. Schon mal kurz geschnetzelt das. Ja. Das ist aber doch nochmal weitergekommen. Dieser Flammenwerfer, der röstet jetzt wenigstens schön hier das Fleisch. Das ist doch auch schön. Das dachte ich mir nämlich auch. Das wäre richtig praktisch. Kannst du schön das Fleisch hinhängen. Ist geil. Herrlich. So ein halbes Rind. Kurz getoastet. Der muss ja mal nach vorne gehen. Ich möchte das mal von nahen sehen. Jo, ich bin dabei. Ich eile. Aber ich glaube nicht zu nah, ne, dass er dich auch röstet. Nee, dann, Hauptsache die Gegner sind woanders. Da
Auf jeden Fall schmuggelt hier schon mal was. Schon mal gut. Auf jeden Fall. Ja. Der hat keinen Bock hier, oder was? Naja gut, die Zombies sind wahrscheinlich nah genug dran. Nee. Nee, nee, nee. Die Flammenwerfer, die machen schon einen guten Job, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Und ich glaube, die Ballisten sind, glaube ich, leer, würde ich mal fast sagen. Die Katapulte meinst du? Ach ja. Schätze ich mal. Weil die ja tun nichts. Sonst würden die auf 30 Kilometer Entfernung ja schon mal so Dinge tun. Ja. Ich prüfe das. So und so. Dann gucken wir mal. Wir sehen keine Sonne. Naja, irgendwie schon, aber... Was hell ist auf jeden Fall. Was hell ist, sehen sie auf jeden Fall auf sich zukommen, ja. So, ich habe mal wieder aufgefüllt. Ja, das merkt man. Wie die Dinger einschlagen. Das ist aber auch... Ich bin mal so nett und schieße den Zombies mal auf die Beine. Damit sie nicht überhaupt nicht sadistisch oder so, ne? Also mal den Zombies das mal schön die Beine wegschießen, beziehungsweise anschießen. Ja, mal gucken, wann gleich die richtigen kommen. Boah. Da sollten wir uns aber verpieseln, wenn die richtigen kommen, also die Horde, weil das könnte schon schwierig werden. Aus, ja. Also ein, zwei Zombies ist ja ganz nett, aber wenn da eine ganze Batterie kommt, dann muss man aufpassen. Was ist hier los? Was war da denn? Wo wollte der denn hin? Pomp! Schade, dass sich das Terrain nicht noch wirklich noch ändert. Das wäre geil, wenn die ganzen Krater überall zu sehen wären. Das stimmt, ja. Die ganzen blutigen Krater. So. Da wächst hier kein Gras mehr in der Umgebung. Oh ne. Definitiv nicht. Da hinten ist der nächste eingeschlagen, da. Ein paar hundert Meter weg. Ja. Du müsst jetzt eigentlich auch so langsam die Welle kommen, ne? Ja. Ups. Sobald die kurz stehen bleiben, haben sie eigentlich schon verloren, ne? Ja, eben. Deswegen schieße ich den nicht auf die Beine. Ja. Weil ich so ein netter Mensch bin. Du willst halt kurz und schmerzlos machen. Ja, geht so. Wahnsinn, die Dinger, ey. Ah, jetzt kommen die stärkeren Typen. Ja, die... Ach, jetzt kommt... Okay, jetzt wir ziehen und lassen uns mal zurückziehen. wir müssen noch mal kurz gucken. Ja, ich glaube, die Fallen oben sind leer. Ja. Schnell weg. Na, ey, wozu bauen wir auch die ganzen Fallen? Muss ja schon sich schon lohnen. Ist richtig. Halt, falsche. Was? Falsche Seite. Wieso falsche Seite? Wenn ich hier vorne schön vorlaufen kann und direkt vorne stehe. Ah, okay. Ach ja. Trotzdem passiert das. Okay, jetzt geht der andere Flammenwerfer auch. Ach, jetzt sind die hier vorne am Fleisch. Ich sehe es gerade, ja, genau. Siehst du das? Ja, habe ich gerade gesehen. Er hat auf das Fleisch. Da hinten sind die auch. Guck, da hinten sind die. Genau. Da haben wir sie aber genau richtig gesetzt, genau bei den Flammenwerfern. Das genauso sollte es ja eigentlich sein. Genau. Ich hatte ja gehofft, dass das irgendwie so kommt, weil, ja. Perfekt. Geil. Genau so sollte es eigentlich laufen. So, jetzt warten wir wahrscheinlich gleich nur noch auf die Halbis. Hier steht auch noch einer. Was mit ihm? War da ein Bus oder was? Ah. So, Musik ist aus. Oh ja. Ja, das war ja noch überschaubar. Ach, und das müssen wir jetzt reparieren mit kleinem Fleisch. Ah, okay. Ja, das kriegen wir jetzt zusammen. Das ist ja nicht so dramatisch. Ja.
Hier liegen so ein paar Säckchen. Ja. Oh ja, ein paar. Ja. Die Musik ist aus, wir gehen nach Haus. Jetzt schon. Ich glaube, dann ist auch noch ein Säckel. Ja, hier liegen auch noch ein paar Säckel. Ein paar Bäume, oh, die noch sind, zusammenfallen. Siehst du das? Die haben noch ein paar Bäume weggesprengt. Baumstämme, sehr gut. Ja, sehr nice. Wusste ich ja gar nicht, dass es geht. Ja, anscheinend schon. Dass sie halt die Bäume mit weghauen. Ist ja nice. Ja. Sehr nett. Jo. Ach, hier auch noch. Baustammaff. Schick. Wahnsinn, was hier. Take all. Ich glaube, hier noch sind die ganzen Baumstämme. Mal gucken. Ah, ich glaube, das sind alte Baumstämme. Nee, gehören da, glaube ich, hin. Nee, gut. So, Abitzeli. Habe ich auch ein kleines Fleisch? Nee, ne? Nee. Das heißt, wir müssen aber sehen, dass wir dann nochmal irgendwie ein bisschen an Benzin kommen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Wie viel ist hier noch? Die drin? Flammenwerfer haben schon, na gut, der hat 146 hier, der hat, glaube ich, nicht viel gemacht. Der hat noch 22. Schmeiße ich das mal rein, was ich habe. Ja, wir müssen auch noch ein bisschen was da haben. Ja, warte mal, die Hälfte. 22 behalte ich mal für meinen Flammenwerfer. Richtig viel Benzin hatte ich auch nicht mehr gefunden. Sonst crafte ich noch ein bisschen was. Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen Benzin da. Armer Hasi. 99 haben wir noch hier. Und zwei. Ja, also. Dann haben wir. Zack. War denn das hier? Benzin. Kleiner Stein. Gucken wir mal, dass ich den nach vorne nochmal getankt kriege. So, Apfel, kleines Fleisch. Loot. Ups. 150. So. So, der ist wieder voll, der linke. Sehr gut. Den Rest packe ich auf das andere. Noch ein bisschen Schwarzpulver. Loot. Ja gut, die zwei Stück da. Na, mal gucken, vielleicht bei der nächsten Horde, wer weiß das schon. Aber ich glaube, das ist nur der eine, der richtig zu tun haben wird. Ja, wahrscheinlich. Na ja. Aber war doch ganz schön. Ja, natürlich. Ja. Kleine Steine. Blätter. Schwarzpulver, ich werde mir was mal ausmüllen. So, ja, da kann das rein, da kann das rein. Felsbrocken, Felsbrocken, das kann alles in den ersten rein. Äste. So, halt, stopp. Hallo? Was ist hier los? Achso, das ist schon voll, scheiße. Alles okay. Das ist ja nicht so schön. Jetzt geht's auf einmal. So. Wie viel haben wir? 29. Das ist ja mal nischt. Das ist ja mal nischt. Ja, nischt. Wobei hier ist ein bisschen was. Ein bisschen. Mechanik, was kann ich? Nimmst du gerade wieder auseinander irgendwas? Irgendwelche Dinge? Ne, ich mach gerade hier forschen. Okay. Ich forsche gerade ein bisschen. Also ich gucke mir zumindest mal an. Nils. Boxer. Also. Angriffssymbol mit der Axt, jawohl. Na, ist vielleicht nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Ah.
Wir haben zu wenig Platz hier, eindeutig. Ja, ja, sonst müssen wir für die Rohmaterialien nochmal eine Kiste machen oder so. Ja. Aber da haben wir, glaube ich, am meisten von. Zack. Ja, mach schon. So. So, was habe ich hier? Lalala, lalala. Dann können die auch noch weg. Jo. Das ist er halt. Ich wollte noch etwas Munition mitnehmen. So ein, zwei, drei Schuss. Ja, das würde sich anbieten.